Landes Volksführung Territorium Hauptquartier Piacenza 9 Mai 1796. Die Briefe, die Sie den Generalen schreiben, um sie zu beglückwünschen, bringen die größte Wirkung hervor. Sie schonen sich nicht seit dem Anfang des Feldzugs. Seit einem Monat. Es sind uns zwei Divisionsgenerale, zwei Brigadegeneräle und mehrere Generaladjutanten getötet worden. Der tapfere Stengel ist infolge seiner Wunden gestorben. Ich habe den Brief, der ihn betrifft, seiner Familie geschickt. Ich bin hier ohne Widerrede in der angenehmsten Stadt Italiens. Die Herren Administratoren hätten gar sehr gewünscht, dass der Hauptquartier einige Wochen hier bleiben konnte. Es ist allerdings sehr böse, einer Stunde nach Mitternacht abreisen zu müssen, um sich in Scheunen jenseits des Po einzuquartieren. Sie finden beiliegen die Artikel der Waffenruhe, die ich dem Herzog von Parma bewilligt habe. Ich schicke Ihnen so bald als möglich die schönsten Gemälde Correggios, unter anderem einen heiligen Hieronymus, welcher sein Meisterstück sein soll. Ich gestehe, dass dieser Heilige ein schlechter Seitenwärter, um nach Paris zu gehen. Ich hoffe, dass Sie ihm die Ehre erweisen werden, ihn in das Museum aufzunehmen. Ich wiederhole meine Bitte um einige bekannte Künstler, welche die Wahl und den Transport der Kostbarkeiten auf sich nehmen, die nach Paris gehen. Alle Vorbereitungen für die 10.000 Mann, welche von der Appenarmee kommen sollen, sind getroffen. Es wird sich ihrer Marsche kein Hindernis entgegenstellen. Bonaparte. An das Volksführungsdirektorium Hauptquartier Lodi, 11 Mai. 1796. Ich glaubte, dass der Übergang über den Po die Kunst der Unternehmung des Feldzugs und sie schlagte bei Missimo das heißeste Treffen sein würde, aber ich habe Ihnen von der Schlacke bei Lodi Berichte so erstatten. Das Hauptquartier kam an 21 um 3 Uhr den Morgen in Kassel an. Um 9 Uhr traf unsere Verrückte auf die Feinde, welche die Zugänge von Lodi verteidigten. Ich befahl also bald der ganzen Reiterei aufzusitzen und 4 Stücke leichter Artillerie mitzunehmen, welche eben angenommen und von den Wagenpferden der Engelleute von Piacenza gesogen wären. Die Division des Generals Augereau, die in Borghetto und die des Generals Messina, welche in Kassel die Nacke zugebracht hatte, setzten sich sogleich in Bewegung. Unterdessen warf die Verhütte alle feindlichen Vorposten und eroberte eine Kanone. Wir sorgen in Lodi ein, indem wir die Feinde verfolgten, welche schon auf der Brücke über die Adder gegangen waren. Beaulieu war mit seiner ganzen Armee in Schlachtordnung aufgestellt, 30 Stunden Belagerung, Geschütze verteidigten die Brücke. Ich ließ meine ganze Artillerie aufstellen. Die Kanonade war während mehrerer Stunden sehr lebhaft. Sobald die Armee angekommen war, formierte sie sich in gedrängter Kolonne mit dem 2. Bataillon Carbinier an der Spitze, denen alle Grenadier-Bataillon
folgten im Sturmschritt zu und unter dem Rufe »Es lebe die Republik« ging man auf die Brücke los, welche 102 Seelen lang ist. Der Feind eröffnet ein schreckliches Feuer, die Spitze der Kolonne schien zu schwanken ein Augenblick. Unschlüssigkeit und alles wäre verloren gewesen. Die Generale Berthier, Massena, Giovanni, d'Allemagne, der Brigadekommandante Lann und der Bataillon, Kommandant Dupas, gefahrten es, stellten sich an die Spitze und entschieden das noch schwenken los. Diese fürchterbare Kolonne riss alles nieder, was sich ihr entgegenstellte. Die ganze Artillerie wurde auf der Stelle weggenommen. Beaulieu Schlachtordnung durchgebrochen. Sie verbreitet nach allen Seitenschrecken Flucht und Tod. In einem Augenblick war die feindliche Armee gesprengt. Die Generale Ruska, Ogerow und Bayrand gingen über die Brücke, so waren ihre Divisionen angekommen waren und entschieden wollend den Sieg. Die Reiterei ging bei einer Fürth über die Erde, aber da dieses Fürth außerordentlich geschleckt war, so wird sie sehr aufgehalten, was sie hinderte, an der Schlag teilzunehmen. Die feindliche Reiterei versuchte, um den Rückzug der Infanterie zu decken, unsere Truppen anzugreifen. Aber sie fand, dass sie nicht gleich zu erschrecken waren. Die eintretende Nacht und die außerordentliche Mutigkeit der Truppen, von denen mehrere an diesen Tagen mehr als 6 Stunden weit marschiert waren, erlaubten uns nicht, sie hitzig zu verfolgen. Der Feind hat 20 Kanonen verloren, 2.000 bis 3.000 Tote oder Verwundete oder Gefangene. Wir haben nur 150 Mann in Toten oder Verwundeten verloren. Der Bürger, Latour, Hauptmann und Adjutant des General Messina ist von mehreren Säbelhieben verwundet worden. Ich bitte Sie um die Stelle eines Bataillenkommandanten für diesen tapferen Offizier, den Bürger. Bataillonkommandanten Marmen, meinem Adjutanten, ist ein Pferd unter dem Leber getötet worden. Dem Bürgerhauptmann Lemarois, meinem Adjutanten, sind die Kleider mit vielen Kugeln gespickt worden. Der Mut dieses jungen Offiziers kommt seiner Tätigkeit gleich. Wenn ich alle Soldaten nennen musste, die sich in dieser merkwürdigen Schlacht ausgezeichnet haben, so musste ich alle Karabiniere und Grenadiere, der Verhute und Benaya, alle Offiziere des Generalstabs nennen, aber ich darf den unerschrockenen Vertier nicht vergessen, der an diesem Tage Kanonier, Reiter und Grenadier gewesen ist, der Brigadekommandant Sunny, der die Artillerie kommandierte, hat sich sehr gut gehalten. Beaulieu ist mit den Trümmern seiner Armee auf der Flucht. Schon kann die ganze Lombardei als erobert betrachtet werden. Er seid in diesem Augenblick durch die venezianischen Staaten, wo in mehrere Städten ihre Tore verschlossen haben. Ich hoffe, Ihnen bald die Schlüssel von Meilen und Pavia schicken zu können. Ob wir gleich seit dem Anfang des Feldzugs sehr heiße Treffen gehabt haben und die Armee der Republik große Kühnheit entwickeln musste, so lasste sich keines mit dem fürchterlichen
Übergang über die Brücke von Rodi vergleichen. Wenn wir nur wenige Leute verloren haben, so verdenken wir es die Schnelligkeit der Aufführung und der plötzlichen Wirkung, welche die Masse und das fürchterbare Feuer jener unerschrockenen Kolonne auf den Feind gemacht hat.